So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wollen wir uns mal mit der gleichmäßig beschleunigten Bewegung auseinandersetzen. Da haben wir auch im letzten Video eine Beispielaufgabe gemacht. Ja? Eine gleichmäßig, hoppla, gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Ja? Das hätte ich vielleicht schon vorher einführen sollen bzw. definieren sollen, bevor ich ein Video mit einer entsprechenden Beispielaufgabe mache. Das holen wir jetzt hier nach. Was bedeutet eigentlich gleichmäßig beschleunigte Bewegung? Das Ganze, können Sie sich vorstellen, bezieht sich schon mal auf die sogenannte Beschleunigung. Wir haben eine Beschleunigung. Beschleunigung A. Ja, das ist das Formelzeichen. Ja. Des Weiteren, die Einheit von A ist entsprechend Meter pro Sekunde Quadrat. Ja. Des Weiteren, wir haben eine Beschleunigung. Ja. Jetzt muss man noch fragen, was ist überhaupt die Beschleunigung? Die Beschleunigung ist ganz einfach gesagt nichts anderes als die Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit. Ja. Das heißt also, A hat hier folgende Einheit, nämlich Delta V durch Delta T. Ne? So, das heißt also, Sie können daraus aus entsprechenden Geschwindigkeitsunterschieden, beispielsweise von einem Punkt zum nächsten, der Unterschied, können Sie dann auch im zeitlichen Unterschied entsprechend die Beschleunigung bestimmen. Gleichmäßig beschleunigte Bewegung bedeutet jetzt, dass also in diesem Fall hier, hoppla, das bedeutet, dass in diesem Fall A über die gesamte Bewegung hinweg konstant ist. Ne? Das heißt also, in diesem Fall hier, ne, bedeutet das, dass A konstant ist. A ist konstant über die gesamte Bewegung hinweg. Dies lässt schon mal vermuten, dass wir es, wenn wir das Ganze in einem VT-Diagramm beispielsweise darstellen, und wir sagen, okay, die Beschleunigung ist über die gesamte Bewegung konstant, ne? Dass wir es dann mit einer Geraden als Funktionsgraph zu tun haben könnten. Das bedeutet, wenn wir das Ganze plotten, ne, also beispielsweise wir hätten jetzt und hier unser entsprechendes Diagramm, ein VT-Diagramm, so, dass wir dann hier entsprechend. Na, das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so optimal aus. Das möchte ich nicht haben. Löschen wir das Ganze nochmal. Wir haben unser VT-Diagramm. Das, das, das. Wir haben hier eine Gerade. Ja. So. Das bedeutet, die Steigung dieser Geraden, na, würde in diesem Fall unserer Beschleunigung entsprechen, weil bei einer gleichmäßigen Beschleunigung verändert sich die Geschwindigkeit pro Zeiteinheit um einen entsprechenden Faktor. Na. Bedeutet also in diesem Zusammenhang mit der gleichmäßig beschleunigten Bewegung Geschwindigkeit ändert sich pro Zeiteinheit um einen entsprechenden pro Zeiteinheit um einen entsprechenden Faktor. Entsprechenden Faktor. Und dieser Faktor ist in diesem Fall eben unsere Beschleunigung. Das heißt also, wir können dann diese Funktion hier, v von t, könnte man dann so darstellen, dass wir sagen, v von t ist nichts anderes als a mal t, also eine lineare Funktion. Und wir wissen ja, dass bei einer Geraden die Steigung komplett über die gesamte Strecke konstant ist. Das heißt also, wenn wir hier einfach unser Steigungsdreieck einzeichnen würden, hier mit Delta V, hier mit Delta T, wäre diese Steigung dann einmal, wir sehen es hier schon, wir haben hier unser Delta V. Hier haben wir unser Delta T, das wäre also dann schon entsprechend unsere Beschleunigung. Und das Ganze wäre dann natürlich auch konstant.
Jetzt haben wir hier unser, jetzt haben wir hier unser entsprechend unseren Graphen. Was uns jetzt zum Beispiel noch interessieren könnte, wie kommen wir jetzt beispielsweise an die Strecke heran? Wir wollen beispielsweise wissen, okay, nach einem entsprechenden Zeitraum stellen wir uns vor, wir wollen zum Beispiel wissen nach T0 zum Beispiel, wie groß ist die Strecke, die wir jetzt in dieser Bewegung oder allgemein die der Körper zurückgelegt hat. Da können wir wieder auf eine Beziehung zurückgreifen, die wir auch ganz einfach begründen können. Wir wissen zum Beispiel, dass der Weg immer v mal t ist. Ja? Wir können auch ganz einfach zeigen, dass das gilt, indem wir die Einheiten verwenden. Für v schreiben wir die Einheit von v, also Meter pro Sekunde, für t die Sekunden. Und dann sehen wir, die Sekunden hier kürzen sich weg und es bleibt Meter übrig. Ne? So können sich das Ganze, wenn Sie sich mal unsicher sind, können Sie auf die Art und Weise das Ganze auch prüfen. Ne? So, das heißt also, wir müssen eine Größe v mit der Größe t müssen wir multiplizieren. Größe v haben wir hier bei der y-Achse, die Größe t bei der x-Achse. Das heißt also, wir müssen hier eine Fläche bestimmen, und zwar die Fläche unterhalb dieses Graphen. Ja, das heißt also, wir haben hier letztendlich, jetzt muss ich erst hier mal schauen, Stifteinstellungen, ob ich hier, muss ich erstmal mal rot holen. Das heißt also, wir wollen letztendlich hier dieses Dreieck, ein rechtwinkliges Dreieck, da wollen wir letztendlich die Fläche bestimmen. Ja. Ich arbeite hier mit einem neuen Schreibprogramm, da muss ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Wir wollen also diese Fläche hier bestimmen. Ne. Das ist kein Problem für uns, das ist eine andere Dreiecksfläche. Da brauchen wir nur in unsere Formelsammlung hineinzuschauen oder uns etwas zurückzuerinnern an den Mathematikunterricht in der Schule, wo wir das in Geometrie durchgenommen haben. Und in der Formelsammlung findet man zum Beispiel auch, dass sich die Fläche eines rechtwinkligen Dreiecks mit g mal h durch 2 ergibt. Ja. G ist in diesem Fall Grundseite. Grundseite. Das bedeutet, wir haben hier g, das wäre unsere Grundseite. H entsprechend ist die Höhe. Das wäre also diese Seite hier. Ne? Daraus können wir das Ganze dann entsprechend auch berechnen. G mal h durch 2. Man kann dann ganz einfach einsetzen, und zwar, wir können ganz billig hingehen und können sagen, okay, g ist dieser Abschnitt hier T0. Ne? Das ist einfach T0 mal h ist nichts anderes als v. Na, können wir setzen, oder Delta V könnten wir es auch nennen. Kann ich das jetzt löschen? Ja. Das wäre also einfach nur dieses Stückchen nach oben, beziehungsweise wir könnten auch folgende Beziehung anwenden, die wir hier schon hergeleitet haben. Wir wissen nämlich, V ist nichts anderes als a mal t. Dann könnten wir auch sagen, okay, die Höhe ist nichts anderes als a mal t. Das ergibt dann die Beschleunigung. Das Ganze durch 2, dann hätten wir hier im Prinzip die Fläche bzw. den Weg. Na? Und wenn ich jetzt hier, jetzt machen wir das mal ein bisschen, dass das Ganze einleuchtend ist. Ich mache diese Bezeichnung at weg. Und zwar machen wir da einfach nochmal ein t hin, dann wird es einleuchtender. Da können wir das Ganze entsprechend umsetzen zu a halbe mal t Quadrat. Also die Beziehung, die wir haben. Das heißt also, wir hätten hier im Prinzip das Stückchen t. Das wäre also im Prinzip von hier nach da, ne, wäre t. Ne, wobei t im Prinzip definiert ist mit t0. Ne, und dann hätten wir das. Dann hätten wir auch diese Beziehung, die sich dann also entsprechend auch für unseren Fall hier ergibt. Ne. Das heißt also, wir könnten auf die Art und Weise auch eine Funktion bezeichnen. Eine Funktion s von t, und die würde uns dann hier entsprechend die Fläche unterhalb des Funktionsgraphen an der Stelle 0, hier haben wir die Stelle 0 bis t0, ne, könnte uns diese liefern. Das heißt, wir könnten hier zum Beispiel auch t0 setzen, ne, und dann können wir das berechnen.
Und das ist im Übrigen nichts anderes als Integralrechnung. Integralrechnung ganz allgemein, die Berechnung der Fläche unterhalb einer Funktionskurve oder allgemein eines Funktionsgraphen. Ja. Das heißt also, man könnte zum Beispiel dann auch schreiben, wir hätten hier eine Integralfunktion von 0 bis t, entsprechend von v, da müssen wir jetzt eine andere Bezeichnung nehmen, dass es hier nicht zu Missverständnissen kommt, machen wir einfach t0 mal dt0 und das wäre dann nichts anderes als diese Beziehung hier, also a halbe mal t Quadrat. Na? Und das wäre wie gesagt nichts anderes als unsere Fläche. Na? Ganz wichtig, das hier ist jetzt nicht das bestimmte Integral, sondern das ist eine Integralfunktion. Das heißt also, t ist die unabhängige Variable. Sie kennen das vielleicht noch vom Mathematikunterricht, da hat man das als Stammfunktion auch bezeichnet, können wir auch machen. Und können das Ganze dann zum Beispiel hier als, zum Beispiel in dem Fall mit x zum Beispiel, wird das dann gerne gemacht, können das Ganze dann so darstellen. Eine Integrationskonstante, wir stellen uns vor, wir hätten hier zuzüglich die Integrationskonstante c gleich 0, die fällt dann nämlich in dem Fall weg. Na, das heißt, also hier wird dann normalerweise noch plus c stehen. Na? Da wir aber c gleich 0 setzen, können wir das wegfallen lassen. Das heißt also letztendlich ist es einfach nur dieser Fall hier. Na? Das heißt also mit diesem Term hier können wir dann letztendlich hier unser Flächenstück entsprechend von 0 bis t bestimmen. Im Übrigen, wenn wir umgekehrt das bestimmte Integral haben wollen, ich mache es mal am besten etwas ausgefallen, also das hier ist letztendlich unsere Stammfunktion oder Integrationsfunktion. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das bestimmte Integral zwischen einer entsprechenden zwischen zwei entsprechenden Werten, also einer Untergrenze und einer Obergrenze bestimmen wollen. Ich zeichne es hier vielleicht am besten nochmal neu. Also beispielsweise, wir haben hier wieder unser VT-Diagramm. Wir haben hier unsere Gerade. Und jetzt interessiert mich beispielsweise hier bei A, in diesem Bereich hier und in diesem Bereich hier. Ne? Als Beispiel. Ich möchte jetzt wissen, zwischen diesen beiden zwischen diesem Zeitintervall hier, zwischen A und B, wie groß ist die Strecke, die wir in dem Bereich zurückgelegt haben. Ne? So, dann können wir einfach so rechnen, wie wir es gewöhnt sind. Wir stellen uns jetzt vor, S von T wäre gleichbedeutend, beispielsweise mit F von X. Ne? So, wäre gleichbedeutend. Ne? Deshalb habe ich hier ist gleich mit einer Spitze. Dann können Sie mit dieser Beziehung hier f von b minus f von a, wohlgemerkt, das sind unsere Stammfunktionen, können Sie dann auch das bestimmte Integral, also in dem Fall schreibe ich Ihnen das bestimmte Integral berechnen. Ja. Das heißt, wir müssten dann hier nur einsetzen s von b minus s von a und das würde dann entsprechen dem Integral a von b von vt mal dt, ne, in diesen Grenzen. Und das wäre, wie gesagt, dann hier in dem Fall einfach die Fläche, ganz billig ausgedrückt, und beziehungsweise es wäre automatisch auch die Strecke, die wir in diesem Bereich zurückgelegt haben. Ne. Das wäre das. Soweit, so gut. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen was über die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Jetzt wollen wir zum Beispiel noch ein bisschen weitergehen. Wir haben das jetzt uns dargestellt in einem VT-Diagramm. Wir können das Ganze auch mal in einem Entschuldigung, in einem ST-Diagramm plotten, weil die Funktion S von T, die haben wir ja, wir haben ja gesagt, S von T ist nichts anderes als a halber mal t Quadrat. Da wir diese Funktion haben, können wir diese auch plotten. Ne? Also S und hier unten haben wir T, beziehungsweise, Sie können es sich vielleicht schon denken, hier haben wir T. Wir haben ja jetzt hier eine Funktion mit einem quadratischen Term. Ne? Das heißt also, die Vermutung liegt nahe, dass wir eine quadratische Funktion haben und dass dann unser Funktionsgraph zum Beispiel in diesem Fall, weil der Faktor ja positiv ist, dass wir hier eine Parabel bekommen werden, die sich hier anlehnt, ne?
die beziehungsweise hier den Nullpunkt, den Ursprung berührt. Da jetzt allerdings wir das Ganze physikalisch betrachten, ne, interessiert uns nur dieser Zweig hier, dieser Ast hier für positive T. Weil mit negativen Zeiten arbeiten wir nicht, wir werden ja mit positiven Zeiten arbeiten, also ist das hier uninteressant. Das bedeutet, ich werde jetzt mal diesen Bereich, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das war nicht so gut. So, das heißt also im Klartext, wir werden mit diesem Bereich jetzt hier arbeiten. Wir haben jetzt ein ST-Diagramm. Was uns jetzt zum Beispiel interessieren könnte, wäre beispielsweise die Steigung bei einem Punkt hier zum Beispiel T0, beziehungsweise entsprechend die zugehörige Tangentensteigung. Ne? Wenn wir eine Tangente einzeichnen würden, die diesen Punkt hier berührt. Ne? Warum? Wenn wir mal schauen, wir wissen noch mal, wir betrachten jetzt hier diese Tangentensteigung. Ne? Dann wissen wir, bei einer Geraden brechen wir die Steigung ja mit Delta Y durch Delta X. Ne? Und wenn wir mal schauen, was wir hier als Größe bei X in diesem Fall hätten, da haben wir hier die Größe Zeit. Hier haben wir Sekunden stehen. Hier oben hätten wir bei den Y-Werten hätten wir entsprechend die Meter stehen. Und das ist nichts anderes als die Einheit der Geschwindigkeit. Ne? Das bedeutet die Ableitung. Ne, die Steigung wäre also eine Geschwindigkeit. Und wenn wir hier eine Ableitungsfunktion haben, das heißt also, wenn wir S von t mit diesen Angaben hier, wenn wir also diese Funktion hier nach t ableiten, erhalten wir unsere Geschwindigkeitsfunktion. Ne? Das heißt also, wir leiten diese Funktion hier ab. Das heißt, aus S von t gleich a halbe mal t Quadrat folgt somit die Ableitung. Das heißt also, wir haben hier d von s und hier unten dt von t. Dann hätten wir das. Im Übrigen bei dieser Schreibweise, wenn wir die Ende Ableitung darstellen möchten, nur mal ganz am Rande, macht man das, indem man hier zum Beispiel ein n hinschreibt, ne, und hier unten ein n. Ne. Die Art und Weise können wir dann auch die entsprechenden Ableitungen auf die Art und Weise darstellen. Das ist die Leibniz-Schreibweise. Wird gerne in der Physik im Übrigen verwendet. Wie kommen wir jetzt hier auf die entsprechende Ableitung? Ganz einfach, indem wir hier die Ableitungsregeln anwenden. Wir müssen hier die Faktor- und Potenzregel anwenden. Wir ziehen die 2 hier vor den Faktor. 2 mal a halbe, na, das heißt, daraus wird 2 mal a halbe wird a. Dann haben wir hier noch t Quadrat. An diesem 2 hier ziehen wir 1 ab. Das heißt, es wird dann daraus entsprechend a mal t. Und folglich hätten wir dann hier auch entsprechend hier die Ableitung, also a mal t. Und das wiederum ist nichts anderes als eine Funktion v von t, beziehungsweise das, was wir oben schon konstatiert haben. Wo war es denn, wo war es denn, wo war es denn? Hier, na, dann wird das ja auch schon konstantiert. Dann hätten wir also noch das. Na. Das wäre also dieses. Jetzt brauche ich eine zweite Seite. Jetzt wollen wir noch das Ganze betrachten, wenn wir eine Anfangsgeschwindigkeit haben. Wir wollen das Ganze also mit Anfangs, hoppla, wir wollen das Ganze also mit Anfangsgeschwindigkeit. Mit Anfangsgeschwindigkeit wollen wir das Ganze noch betrachten. Wir zeichnen diesbezüglich wieder unser VT-Diagramm, ein bisschen größer. VT-Diagramm. Anfangsgeschwindigkeit bedeutet, wenn wir unseren Körper beschleunigen, gleichmäßig beschleunigen, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Körper bereits eine gewisse Geschwindigkeit hat. Ne? So. Das bedeutet, stellen Sie sich folgendes Beispiel vor. Wir haben einen Körper, mal so dargestellt, so ein Kästchen, ne? Der bewegt sich bereits mit einer Geschwindigkeit, VA, Anfangsgeschwindigkeit in diese Richtung. Ne? So, jetzt beschleunigen wir das Ganze. Das heißt also, wir wirken hier hinten mit einer Kraft darauf. Ne?
Der Körper hat natürlich eine entsprechende Masse. Es ergibt sich somit eine gewisse Beschleunigung. Wenn wir das Ganze noch zusätzlich mal auf einer T-Achse betrachten, dann ergibt sich somit eine Zusatzgeschwindigkeit, die sich dann entsprechend hier dazu addiert. Ne? So, das heißt also, hier addiert sich letztendlich a mal t. Ne? Das ist der Betrag dieses Vektors, der addiert sich hier dazu. Ne? A ergibt sich aus der Kraft und der Masse des Körpers und c hier entsprechend im Zeitraum. So, das heißt also, hier hätten wir den Zeitpunkt 0 und ab 0 beginnt dann entsprechend hier, geht es dann hier entsprechend weiter, das addiert sich dazu. Das heißt also, VE, die Endgeschwindigkeit, wäre dann VA plus A mal T. Und das Ganze können wir dann hier auch entsprechend darstellen. Das heißt, mache ich jetzt mal rot und das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Wie gesagt, ich brauche hier mit dem Programm noch ein bisschen Übung. So, das heißt also, wir haben hier eine Anfangsgeschwindigkeit. Mache ich hier mal rot. Ne? Das ist VA. Und ab dem Zeitpunkt 0 hier haben wir den Nullpunkt. Und ab hier haben wir dann eine Gerade. Das heißt, hier kommt dann die Gerade. Hier kommt dann die Beziehung A mal T kommt dann dazu. Na? Entsprechend wäre das dann der Graph unserer neuen Funktion. Ne? Das wäre dann diese Geschichte. Das heißt also, hier haben wir eine Anfangsgeschwindigkeit. Das kommt dann hinzu, gemäß dieser Beziehung hier. Problemchen, was wir jetzt allerdings haben, ist, jetzt haben wir es hier nicht mehr mit einer Dreiecksfläche zu tun, sondern wenn Sie mal hinschauen, jetzt haben wir hier entsprechend eine Trapezfläche. Ne? Beispielsweise in diesem Bereich, wenn ich wissen möchte, bis T0, könnten wir ja die Frage stellen, zum Beispiel S von T0 ist Fragezeichen. Ne? Also wie ist zum Beispiel der Weg, den wir in diesem Bereich zurückgelegt haben? Ne? Das wäre die entscheidende Frage. Das heißt also, jetzt müssen wir eine Trapezfläche berechnen. Die Trapezfläche, wenn wir unsere Formelsammlung anschauen, ich zeichne es hier mal kurz an, damit es deutlicher wird. Wir haben also ein Trapez. Ein Trapez haben wir, das war nicht so gut. Wir haben also ein Trapez. So, dann haben wir hier entsprechend eine Höhe. Wir haben hier eine Seite A, wir haben hier eine Seite C. Ne? So, die Fläche bestimmt sich jetzt ganz einfach, indem wir rechnen, a ist gleich 1/2 mal a plus c mal h. So, das bedeutet, dieser Bereich hier ist im Übrigen auch ganz interessant, mache ich auch, hinterlege ich auch mal entsprechend, weil hier ergibt sich später ein Durchschnittswert. Ne? Das heißt also, wir müssen jetzt diese Trapezfläche nur entsprechend bestimmen. Das wäre in unserem Fall, ich zeichne es vielleicht hier gerade nochmal neu hin. Also wie gesagt, wir haben hier unser VT-Diagramm. V und hier haben wir T. Wir haben hier eine Anfangsgeschwindigkeit. Und das Ganze geht dann hier entsprechend so hoch. Hier haben wir dann unser Trapez. Diese Fläche ist interessant. Das gibt uns nämlich dann entsprechend ab T0 hier den Weg zurück. Und wir können das bestimmen, indem wir eine Trapezfläche, also diese Fläche hier berechnen. Da können wir diese Werte einsetzen. Und zwar hätten wir dann ganz einfach die Anfangsgeschwindigkeit plus die Endgeschwindigkeit durch 2 mal h. Das wäre also letztendlich nichts anderes als, das wäre entsprechend die Strecke, die wir dann hier hätten. Ne? S von t, beziehungsweise, das wäre das. Wir haben diese Geschwindigkeit, wir haben diese Geschwindigkeit nach T0. Wir brauchen also eine mittlere Geschwindigkeit. Ne? Wir haben also das. Und dann können wir auf diese Art und Weise auch die Strecke bestimmen. Warum? Übrigens, hier habe ich mich vertan. Das ist nicht S von, das ist einfach nur S. Da habe ich mich vertan, Entschuldigung. Hier haben wir einfach nur S. Wir können die Strecke anhand dieser Werte bestimmen, wenn das bekannt ist. Anhand dieser Trapezfläche. Und wir können dann natürlich auch die Geschwindigkeiten entsprechend bestimmen.
Wir haben ja gesagt, VE, wo habe ich es hingemacht? Hier oben. VE ist einfach das. Das heißt, wir können zum Beispiel hier auch VE, V-Anfangsgeschwindigkeit plus VE, da haben wir gesagt, das ist VA, die Anfangsgeschwindigkeit plus A mal T. Das ist das. Bin ich ein bisschen durcheinander? Das ist die Endgeschwindigkeit, VA plus das. So, da haben wir das. Das dann durch 2 und das wäre dann letztendlich unser S von T, ne, mal H. Können wir mit dieser Beziehung darstellen. Das bedeutet, wir haben hier dann nichts anderes als 2 mal VA plus AT. Hoppla. Das darf ich natürlich so nicht in Schreibschrift schreiben, das muss ich so schreiben. Plus AT dividiert durch 2 mal H. Das wäre letztendlich S von T. Ne? Und so könnten wir dann auch natürlich bei einem S von T0, falls wir hier T0 setzen, das Ganze auch so bestimmen. Das heißt also, ich habe jetzt gemäß dieser Beziehung, die wir hier haben, habe ich einfach für die Endgeschwindigkeit VE, habe ich ganz einfach hier diese Beziehung eingesetzt. Ne? Wir haben ja gesagt, die Endgeschwindigkeit VE ist VA plus A mal T. Ne? Und das setzen wir hier entsprechend ein, da können wir das Ganze auch umsetzen. Und damit sind wir dann auch in der Lage, hier die Trapezfläche zu bestimmen. Ja. Das heißt also im Klartext, wir haben es hier jetzt noch mit einfachen Funktionen zu tun gehabt, mit einer Gerade, wo wir diese Fläche ganz einfach bestimmen können. Wenn das nicht der Fall wäre, wir hätten zum Beispiel eine komplexere Funktion mit einer Kurve, da müssten wir Integrationsregeln anwenden. Das heißt, wir müssten dann aus der gegebenen Funktion müssten wir dann entsprechend, zum Beispiel aus dieser Funktion hier für die Endgeschwindigkeit, müssten wir dann entsprechend durch Integrieren auf eine Stammfunktion kommen, die wäre natürlich dann etwas komplexer, um das Ganze zu bestimmen. Das heißt also, auch hier haben wir wieder eine Stammfunktion, beziehungsweise eine Integrationsfunktion, 0 von t, ja, V schreibe ich auch wieder hier in V. Das soll die Endgeschwindigkeit letztendlich sein. Da muss ich ein anderer Wert ansetzen. Schreibe ich hier T0 hin, dass es nicht zu einer Verwechslung kommt mit dieser unabhängigen Variable hier. Das ist dann gleich diese Beziehung hier. Das heißt also 2 VA plus AT durch 2 mal H. Beziehungsweise es ist letztendlich eine Funktion S von T. Na? So, und hier gilt natürlich das Gleiche wie das, was ich schon oben gesagt habe. Wir können dann natürlich auch wieder gemäß einer Beziehung, die wir auch noch aus dem Schulunterricht können. Wo habe ich es jetzt hingemacht? Das ist jetzt das. Wo ist die andere Seite? Uhuhu. Jetzt muss ich mal schauen, wo meine andere Seite ist. Oh. Die ist jetzt anders. Na egal. Wir haben ja gesagt, wir können aus dem Schulunterricht kennen Sie vielleicht noch das hier. F von B minus F von A, was wir oben ja schon beschrieben haben. Wenn F sei F Stammfunktion, na, dann können wir auf die Art und Weise auch wieder das bestimmte Integral bestimmen. Wobei das hier dann in dem Fall unsere Stammfunktion ist. Das heißt, in diesem Fall wäre es dann zum Beispiel auch wieder wie oben konstatiert, f von b minus s von b minus s von a. Und das wäre dann letztendlich das bestimmte Integral von a nach b für v von t0 mal dt0. Hier könnten wir auch einfach wieder mit t arbeiten, aber lassen wir es so. Und das wäre dann letztendlich wieder eine Fläche, nämlich die Trapezfläche, die wir da gesehen haben. Und diese Trapezfläche wiederum, das ist dann letztendlich wieder unsere Strecke. Ganz wichtig, beim bestimmten Integral haben wir eine reelle Zahl als Ergebnis. Beim unbestimmten Integral, man sagt hier bei dieser Integrationsfunktion, da haben wir auch wieder eine Funktion. Die Integrationskonstante, die hier noch dazukommen würde, also zum Beispiel c, die setzen wir auf 0 und dann fällt die weg. Mehr brauchen wir hier nicht. Ne? Das wäre also noch dieser Part hier. Ne? So viel also dazu. Wenn Sie also Fragen noch zum Thema haben, können Sie die natürlich wie immer gerne stellen. Im Übrigen, diese
diese Diagramme bzw. diese Funktionsgraphen, die ergeben sich im Prinzip bei Experimenten. Wenn Sie Experimente durchführen in der Hinsicht und fertigen eine Messreihe an und stellen die Messergebnisse entsprechend dar, beispielsweise in einem Diagramm, ergeben sich auch wieder diese entsprechenden Graphen. Und da können Sie auch wieder entsprechende Schlussfolgerungen anstellen, zum Beispiel auch mit Hilfe der Analysis, also mit Hilfe der Differential- und Integralrechnung, wie wir es kennen. Ne? Im Übrigen, es gibt hier, möchte ich auch noch zusammen, wenn wir gerade bei dieser Integralfunktion sind, beziehungsweise Stammfunktion, es gibt im Prinzip unendlich viele dieser Stammfunktionen, weil normalerweise kommt hier nämlich noch eine Integrationskonstante dazu. In Wirklichkeit müsste es dann auch heißen, S von T, also hier oben, S von T wäre im Prinzip 2VA plus AT. Das habe ich schon wieder falsch geschrieben. Plus AT. Ich muss mich erst noch in das Programm etwas einarbeiten. Mal H. Und da würde dann entsprechend eine Integrationskonstante noch dazu kommen. Die haben wir aber in unserem Fall auf 0 gesetzt. Deshalb fällt die jetzt hier weg. Ne? Na, aber wegen dieser Integrationskonstante gibt es natürlich unendlich viele solcher Funktionen. Ne? Es kommt auch immer auf das jeweilige Gebiet an und da muss man die auch entsprechend setzen, je nachdem, was Sie machen wollen. Für das bestimmte Integral zu berechnen, wird die gemäß immer auf 0 gesetzt. Ne? Das wäre also noch das. Ne? Okay. Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen und bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.